Hallo, liebe Deutschlernende. Ich weiß, ich sehe heute ein bisschen... Das war eine Schranke. Ich sehe heute ein bisschen wilder aus. Und der Grund dafür ist, dass ich mich ein bisschen wilder fühle. Ja, ich bin voller Energie und voller Leidenschaft. Und da habe ich mir gedacht, heute kämme ich die Haare mal nicht. Heute mache ich mal ein Video, in dem ich völlig ungekämmt bin, ja? Ich bin völlig ungekämmt. Die Haare kommen mir dauernd ins Gesicht und ich sehe bestimmt auch ganz anders aus als sonst. Ja, das heutige Thema. Oh, ich habe so viel, über das ich mit euch reden möchte, aber ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Ich bin in letzter Zeit so gepackt von einer großen Leidenschaft, ja. Ich habe sehr viel Energie, ich habe eine sehr große Vision, ja. Und es gibt schon, es ist erstmal ein Geheimnis, ja. Ich habe eine große Ansage, aber die werde ich nicht in diesem Video machen, sondern in einem späteren Video. Mal schauen. Ich sage nur so viel, dass diejenigen, die $10 oder mehr spenden, diejenigen werden die Ersten sein, die davon erfahren, und die werden die Ersten sein, die es nutzen können, ja? Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das auch gehört? Ein lauter Knall. Wie auch immer. Also die Leute, die $10 spenden, werden eine der ersten sein. Und die Leute, die als erstes, die ich als erstes coache, ja, also mein Gruppencoaching fängt bald an. Es dauert nicht mehr lange. Es hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich wollte das Gruppencoaching eigentlich viel früher anfangen. Aber ich möchte sicherstellen, dass ich auch die Ressourcen habe dafür. Ja? Ich möchte sicherstellen, dass ich die Zeit dafür habe und dass ich das auch gut gestalten kann. Ja? Deswegen verzögert sich das alles ein bisschen. Ich weiß, es ist eine Weile her, seitdem ich die Umfrage gemacht habe, aber man braucht eben ein bisschen Zeit. Also ich habe die Umfrage analysiert, ich habe mir überlegt, was ich mache, all sowas. Ja? Das startet auch gleich. Und ich glaube, worüber ich noch mit euch reden will, ist, ich habe wirklich jetzt am eigenen Leib gespürt, wie, also viele Leute, viele Autoren, die ich gelesen habe, sagen, dass es beim Zeitmanagement nicht um Zeit geht, sondern es geht um Energie. Ja, es geht nicht um die Zeit, sondern es geht um die Energie. Und Zeitmanagement ist eigentlich Energiemanagement. Ja, ich kann noch so viele Strategien haben, um meine Zeit zu managen. Aber wenn ich keine Energie habe, dann kann ich auch nicht das erreichen, was ich erreichen möchte. Ja, dann habe ich vielleicht die Zeit, ganz gut eingeteilt. Aber ohne Energie klappt es nicht. Und das merke ich richtig, richtig doll. Das merke ich sehr, weil ich nämlich in der letzten Zeit voller Energie bin. Ja? Ich habe diese Vision, ich arbeite an einem neuen Projekt, ich arbeite an einem neuen, Feature für euch. Ja? Etwas, was euch wirklich das Deutschlernen viel, viel einfacher machen wird. Ja? Es wird euch total gefallen, ja, es wird richtig genial und das erfüllt mich mit Leidenschaft, weil ich mir denke, wow, das ist perfekt, ja, mit diesem Mittel, mit diesem Feature kann ich euch die deutsche Sprache viel besser beibringen,
Ja, und ich kann auch viel besser euer Feedback bekommen. Ja, und ich kann dann, ich habe wirklich so ein System gemacht, wo ich euer Feedback bekommen kann und dann gleich das umsetzen kann. Ja, also ihr macht mir einen Vorschlag und das kommt dann gleich in meine To-Do-Liste und dann mache ich das direkt. Also es ist echt, ich habe was richtig, richtig Cooles geplant. Ja, es ist richtig, richtig Cooles. Ja, okay, ich sage so viel. Ich sage Akademie. Ja, ich sage, es wird eine Authentic German Akademie kommen. Ja, aber pscht, pscht, pscht. Auf jeden Fall, das begeistert mich total und ich denke, mit dieser Akademie werde ich euch die deutsche Sprache viel, viel besser beibringen können. Ja, und ich merke das jetzt total. Also ich möchte versuchen, diese Emotionen, so lange es geht, behalten. Ja? Ich möchte diese Emotionen so lange wie möglich haben, weil ich merke, wie mir die Arbeit viel besser von der Hand kommt. Ja? Dadurch, dass ich so voller Energie bin und so leidenschaftlich dabei, geht alles viel, viel besser, viel, viel schneller. Ja? Und ja, das auch als Tipp für dich, wenn du dein Zeitmanagement verbessern möchtest, ja, schau doch mal, was kannst du unternehmen, um deine Energie zu steigern, ja? Ja, das heißt vielleicht mehr Sport machen, einen Kaffee trinken oder auch, versuchen, es so einzurichten, dass du bestimmte Emotionen hast, ja? Bei mir ist es sehr mit Emotionen verbunden. Ja? Ich habe jetzt dieses leidenschaftliche Gefühl und das gibt mir Energie. Ja? Ich glaube, wir bekommen ganz viel Energie aus den Emotionen. Ja? Und wenn du dein Zeitmanagement verbessern willst, wenn du produktiver sein willst, dann ist es unglaublich wichtig, dass du so positiv denkst. Dass du positiv denkst und dass du eine Vision hast, ja, oder auch ein Hobby, ja, also wenn du arbeitest und du magst den Job nicht unbedingt, dann hab wenigstens ein Hobby, das du magst und das du mit voller Leidenschaft machst, ja, entweder ist es die Arbeit oder ist es ein Hobby und dann bekommst du ganz viel Energie daraus. Ich verspreche es dir, ja, oder ich bin mir zu 99% sicher, dass das dann so ist, ja. Ich hoffe, du fandest dieses Video inspirierend. Ich bin gespannt, was du über dieses Video denkst. Es war ein bisschen, ich habe über alle möglichen Themen geredet und ich hoffe, du konntest mir folgen, ja. Wenn ich manchmal so leidenschaftlich werde, dann denke ich mir manchmal, also bekomme ich Angst, dass ich zu schnell spreche. Also ich bekomme nicht wirklich Angst, aber ich mache mir Sorgen, dass ich zu schnell spreche. Ja? Und sag mir, was du von diesem Video hältst. Und wie gesagt, es gibt noch eine große Ankündigung, die kommt bald. Und die Leute, die $10 oder mehr spenden auf Patreon, die werden die allerersten sein, die davon erfahren und die werden die allerersten sein, die es nutzen können. Und ich bin total begeistert. Das wird richtig genial. Mach's gut und wir sehen uns morgen. Tschüss!